ganz schön beeindruckende Wasserwesen. Und damit herzlich willkommen aus Schottland. Wir sind hier bei den Kelpies in Falkirk. Und diese Kelpies sind ca. 30 Meter hoch, wiegen jeweils 300 Tonnen und sollen Wasserwesen darstellen. Aber Wasserwesen sind hier eigentlich in dem Sinne der Mythologie böse, aber diese sind nicht böse, sondern sie sollen eigentlich eher ein Monument darstellen für ihre Zugkraft, die sie früher hier geleistet haben, um die Schifffahrtskähne zu ziehen. Und dafür sind sie hier erbaut worden und genau hier auch an diesem Kanal. So, und wo geht's gleich hin? Es geht weiter in Richtung Norden. Wir werden uns jetzt gleich aufmachen. Wo wir landen werden, das wissen wir jetzt noch nicht. Da lassen wir uns jetzt selber überraschen. Die Sonne ist rausgekommen. Heute Vormittag hat es geschüttet bis dort hinaus. Und ich würde sagen, auf geht's in Richtung Norden, in Richtung Highlands. Kommt mit und vergesst nicht, ein Abo zu hinterlassen, damit ihr auch die nächsten Folgen nicht verpasst. Also, viele Grüße aus Schottland. Auf geht's Richtung Norden. Can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't know what to do now. Need to figure it out, but I don't know how. I hope the wind will carry me and take me away to where I should be. Take me all the way, all the way.
gibt's ja hier nichts. Es ist ja nur ein Platz. Irgendwas stand damit, du kannst dich hinstellen, wo du willst. Ich glaube, hier gibt's gar nichts. Ich weiß gar nicht. Ich glaube. Hallo. Ein Platz. Und hier ist jemand schon den Platz, da hat schon jemand den Platz, da vielleicht da hinten noch. Did you take so long to come to me? Maybe you were waiting round for me to show. Hallo und herzlich willkommen aus Schottland vom Loch Ness. Und jetzt gehen wir auf die Suche nach Nessie und wollen mal schauen, ob das stimmt. Ob es hier wirklich Seeungeheuer gibt. Ich nehme euch mit. Also, auf geht's! Thank you.
beeindruckend, dieser See. Recht windig. Ob die Drohne das mitmacht, das glaube ich nicht. Also ich habe sie zwar hinten im Rucksack drinne, aber also bisher würde ich sagen, ich packe sie nicht aus. Aber ansonsten ein sehr beeindruckender See und ich kann mir gut vorstellen, dass es hier Seeungeheuer gibt. Wir müssen die bloß noch finden. Und die Drohne habe ich doch noch steigen lassen. Und übrigens, ich habe auch eine neue Mütze. H&M, 5 Pfund.